Dankeschön für die netten einleitenden Worte. Wie Sie jetzt schon erfahren haben, ich heiße Raphael Rüber, arbeite momentan im Bereich der strategischen Unternehmensentwicklung und da befassen wir uns mit dem Thema der Personalentwicklung und genau darauf zielt dieses Projekt auch ab. Und ich möchte Sie einmal bitten, sich folgendes Szenario vorzustellen. Sie sind neu, Sie haben bei einem Arbeitgeber, der erste Tag steht an. Sie sitzen zu Hause, sind ein bisschen nervös, überlegen sich, wie könnte so der erste Arbeitstag ablaufen. Sie überlegen, wie sind die Kollegen, wie ist das Arbeitsklima. Und dann ist es endlich soweit, der erste Arbeitstag. Sie kommen an, Ihr Arbeitsplatz wird Ihnen gezeigt, Sie lernen die neuen Kollegen kennen und Sie haben ganz viele Fragen. Sie möchten wissen, wer ist der Ansprechpartner für welche Probleme? Wo sitzen die? Und gibt es spezielle Abläufe? Zum Beispiel gibt es freitags immer einen Pizza-Freitag oder sowas in der Art. Aber die ganzen Fragen möchten Sie beantwortet haben, ohne dass Sie alle 5 Minuten Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen unterbrechen müssen. Und welches Gefühl kommt da bei Ihnen auf? Ich würde Sie bitten, das einmal im Hinterkopf zu behalten. Und jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt. Die UMG ist einer der größten Arbeitgeber in der Region und dementsprechend haben wir auch immer viele neue Mitarbeitenden jeden Monat. Für die bieten wir schon einen Willkommenstag an. Der ist aber, wie der Name schon sagt, es ist ein Tag und unsere neuen Mitarbeitenden fangen nicht immer an diesem Tag an, sondern ganz vereinzelt am Anfang des Monats, in der Mitte oder am Ende. Und in dieser Zeit besteht die Gefahr, dass eine Art Informationsvakuum entsteht. Also die neuen Mitarbeitenden sind da, haben aber noch nicht alle Informationen zur Verfügung. Und genau dieses Informationsvakuum möchten wir überwinden. Das heißt, wenn Sie sich nochmal an Ihr Gefühl erinnern, genau dieses Gefühl möchten wir umwandeln in ein Willkommensgefühl. Das heißt, wir wollen unsere neuen Mitarbeitenden ab dem ersten Tag mitnehmen, sie unterstützen und ihnen durch Information Sicherheit für den Berufsstart geben. Wieso ist das Problem aus unserer Sicht so wichtig? Uns ist wichtig, dass unsere neuen Mitarbeitenden schon von Beginn an motiviert sind und wir sie auch am Onboarding-Prozess direkt mitnehmen können. Uns ist wichtig, dass sie durch die Informationen einen sicheren Start in den Berufsalltag haben. Und ganz nebenbei hat es auch noch den positiven Effekt, dass die UMG als Arbeitgeber dann produktiver dasteht. Was erhoffen wir uns nun von Ihnen? Wir erhoffen uns, dass Sie neue, kreative, innovative Lösungsansätze bieten, dass wir es schaffen, mit diesen das Informationsvakuum zu überwinden. Wir hoffen, dass Sie auch berücksichtigen dabei, dass die UMG einen unglaublich vielfältige Mitarbeitenden haben. Das heißt, wir haben verschiedene Berufsgruppen. Wir haben das Pflegepersonal, wir haben den ärztlichen Dienst, wir haben die Verwaltung. Wir haben aber auch eine unglaubliche Altersstruktur. Das heißt, wir haben den Auszubildenden, der gerade anfängt, oder auch den Umschuler im älteren Alter. Und dementsprechend haben wir auch verschiedene Medienaffinitäten. Das heißt, es sollte eine Lösung sein, die sowohl der Generation TikTok zusagt, als auch der Generation, die gerne abends noch eine Zeitung liest. Und wenn ihr und Sie Lust haben, mit uns diese Lösung zu erarbeiten, freuen sich meine Kollegen Frau Augstein und ich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Super, das ist ja mal eine gute Anforderung, was die Personagruppe anbelangt tatsächlich. Aber ja, es ist tatsächlich so. Wir haben die große Vielzahl an Mitarbeitenden vor Ort und auch die Varietät in den Alters- und Affinitätsgeschichten. Frage, ihr wollt ein Konzept erarbeiten, euren Austausch gehen oder wollt ihr schon gleich eine fertige Online-Tool-Lösung haben? Darauf kann ich ganz klar antworten, beides. Also erstmal ein Konzept und wenn es dann möglich ist, das zu digitalisieren, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn das jetzt schon möglich ist. Aber prinzipiell sind wir erstmal offen und freuen uns über jegliche kreativen Input. Das muss nicht zwangsläufig eine digitale Lösung sein, das wäre natürlich schön, weil wir auch
gerne eine niederschwellige Lösung hätten. Das heißt, sowohl für die Nutzerin als auch für diejenigen, die die Informationen bereitstellen. Okay, das heißt, wir gucken Blick oder suchen vielleicht jemanden, der damit bereits in anderen Kliniken Erfahrung gemacht hat, der diese große Personagruppe kennt, der die Herausforderungen kennt, der zeitgleich Lösungsanbieter ist, eine Software bereitstellen kann oder eine Testversion dazu bereitstellen können und ihr könnt euren Use Case da abbilden und das Ganze für den TikTok-User und den Zeitungsleser am Abend. Genau, im besten Fall ja. Okay. Und ja. Und wir, also Frau Augstein, euch unterstützen sehr gerne dabei. Super, alles klar. Dankeschön.